Papst Benedikt XVI. Ist tot. Das ehemalige Staatsoberhaupt des Vatikans leidet bereits in den vergangenen Tagen unter gesundheitlichen Problemen. Laut seinen Vertrauten machen ihm schwere Atemprobleme zu schaffen. Am Samstag stirbt er im Alter von 95 Jahren. Das verkündet der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, kurz darauf. Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI., Papst Emeritus, heute um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben ist. Seit Sonntag ist sein Leichnam in der Kapelle des Klosters Mater Ecclesiae im Vatikan aufgebahrt. Ab Montag können sich Menschen im Petersdom von ihm verabschieden.